Ich grüße euch am Donnerstag, dem 11. Februar 2021 zu unserem kleinen GoFoPeace-Impuls. Ich habe heute Morgen schon Brot geschnitten fürs Frühstück und da fallen dann immer so ganz viele kleine Krümmelchen an. Das kennt ihr ja, wenn man mit so einem richtig derben Messer das Brot schneidet. Und genau um diese Krümmelchen, da geht es heute im Evangelium. Aufgeschrieben bei Markus im 7. Kapitel, die Verse 24 bis 30. Jesus ist ganz weit im Norden von Galiläa unterwegs, also in dem Heiden, nicht von Galiläa, noch nördlicher im heidnischen Gebiet von Tyrus und Sidon. Und die Heiden, die wurden bei den Juden oft Hunde genannt. Das war ja nicht gerade ein nettes Wort für die andere Bevölkerungsgruppe. Und Jesus ist in einem Haus und da kommt eine Syrophönizerin, also eine Heidin, zu ihm und die hat zu Hause eine kranke Tochter. Und die bittet ihn nun, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Da sagt Jesus zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Ist ja nicht eine ganz nette Reaktion, die da kommt von Jesus, aber zu verstehen aus seinem Umfeld. Er ist groß geworden in der Wirklichkeit, dass die anderen einfach die Hunde sind und dass die Juden, das auserwählte Volk ist, eben die Kinder Gottes. Von daher soll das Brot erstmal den Kindern gegeben werden. Aber wenn Mütter was wollen für ihre Kinder und als das Richtige verstanden haben, dann bleiben sie dran. Und deshalb sagt sie, ja, du hast recht, Herr, aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt doch etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. Und diese Aussage, die berührt Jesus so sehr, dass er sagt, weil du das gesagt hast, soll geschehen, was du geglaubt hast. Und dann geht die Frau nach Hause und sie findet ihre Tochter wieder gesund. Ich finde das so beeindruckend, dass diese Mutter für ihre Tochter einfach dranbleibt, wie das, glaube ich, niemand wirklich besser für Kinder kann als die eigene Mutter. Die will einfach das Beste für die Kinder und die klopft so lange an und die ruft so lange an und die fragt so lange nach, bis das Beste einfach rausgekommen ist für die Kinder. Und das ist das Motto für heute. Lass dich nicht abwimmeln. Don't get pushed away. Ich wünsche euch einen Tag, an dem ihr euch und ich mich nicht abwimmeln lasse, auch im Gebet vor Gott. Also gehen wir immer wieder zu ihm und lassen wir uns nicht abwimmeln. Euch einen schönen Tag.